Arthur Return, zweiter Teil. Ein Beispiel für die sieben Jahresphasen und die Wiederkehr des Saturn mit ca. 27 Jahren. Am Beispiel des Schicksals von Wolfgang Amadeus Mozart, geboren 1756. Das heißt, die erste Saturnphase, wo Saturn drei Zeichen weiter von Wassermann ausgerechnet, also im Zeichen Stier, drei Zeichen weiter auf der gleichen Gradzahl steht, im Alter von sieben Jahren sind wir im Jahr 1763. Im ersten Teil haben wir ja schon gehört, dass sich Saturn bei Mozart wohl speziell auf Vaterthemen auswirken wird, Sonne, Saturn. Auf musikalische Themen, Saturn in Opposition zu Neptun, auf die Art, wie er kommunizieren, schreiben, Wissen vermitteln oder erwerben wird, Merkur auch in Konjunktion zu Saturn und ganz besonders auf der schöpferischen Ebene, weil Saturn im fünften Haus steht. Übrigens auch die Kinder wären im fünften Haus angesiedelt. Und die eigenen Schöpfungen sind sozusagen dann die eigenen kreativen Kinder, um die es dann auch geht in diesem Haus. Ja, was ist im Jahr 1763, als Mozart etwa sieben Jahre alt war, passiert? Mozarts erste Kompositionen entstanden. Ihr könnt zwar hin und wieder lesen, Mozart hätte sein erstes Klavierstück im Alter von fünf Jahren geschrieben, aber die Forschung hat gezeigt, dass Mozarts Vater da absichtlich die Zeit nach vorn verlegt hat, um das Wunderkind-Phänomen größer noch zu machen. Also die ersten Kompositionen dürften frühestens mit sechs, wahrscheinlich erst mit sieben Jahren entstanden sein. Und die Rolle des Vaters ist hier wichtig, weil der Vater damit auch Werbung betrieben hat. Und im Alter von sieben, was vielleicht noch wichtiger ist, die erste große Konzertreise mit seinen beiden Kindern, mit Wolfgang und dessen Schwester Nannerl, gestartet hat. Mozart hat zwar im Alter von sechs auch schon eine kleinere Reise innerhalb Österreichs, eine Konzertreise an den kaiserlichen Hof unternommen, aber im Alter von sieben, und das zeigt nun auch die saturnische Anstrengung, startete sein Vater mit den Kindern eine dreieinhalbjährige Reise, die den Kindern unglaublich viel Stress, aber gleichzeitig auch viel Erfahrungen eingebracht hat. Mozart konnte dadurch extrem viel musikalisches Material in sich aufsaugen, das ihm später für seine Kompositionen zugute kam, aber er hat auch auf dieser Reise eine schwere Nierenentzündung bekommen, die fast damals schon zum Tod geführt hätte. Und eine Theorie bezüglich seines Todes, seines frühen Todes, ist, dass diese Krankheit nie so richtig ausgeheilt war. Er starb nämlich dann wiederum an einer Infektionskrankheit, die zu Nierenversagen führte. Also ihr seht hier, Belastungen, aber gleichzeitig auch ganz große Chancen im Alter von sieben, gesteuert vor allen Dingen durch den Vater, der als Impresario, als Veranstalter dieser Konzertreise fungierte. Übrigens auch als Privatlehrer, weil Mozart ja nicht in die Schule gehen konnte. Zweite Station, 1770, Mozart im Alter von 14 Jahren. Wieder eine große und sehr erfolgreiche Reise. Nun haben wir die Opposition des Saturn zu sich selbst. Wieder spielt der Vater eine ganz große Rolle, weil er seine Beziehungen spielen lässt, weil er auf dieser Reise versucht, Mozart zu möglichst viel Erfolg zu verhelfen, und ihm einen Opernauftrag in Mailand besorgt. Mozart schreibt dann die große, lange und komplexe Oper Mitridate Rediponte, eine italienische Oper, die in Mailand einen sehr großen Erfolg hat und das eben
als 14-Jähriger. In Rom wird er zum Ritter vom goldenen Sporn ernannt, vom Papst, ein päpstlicher Orden, also ein hohes Ehrenzeichen. Saturn kann eben auch zu Ehrungen, zu Würdigungen des Schaffens führen im fünften Haus. Und ein weiterer schöpferischer Geniestreich in diesem Jahr: Mozart schreibt aus dem Gedächtnis ein 14-stimmiges Chorstück in der päpstlichen Kapelle auf, dessen Noten quasi verboten sind, die dürfen nicht gedruckt werden, ein Stück, das nur für den Papst aufgeführt werden darf, das Miserere von Allegri. Mozart hört dieses Stück und aus dem Gedächtnis schreibt er sämtliche 14 Chorstimmen auf, eine eben unglaubliche kreative Leistung, aber auch eine unglaubliche Gedächtnisleistung. Denken wir daran, dass Merkur und Saturn in seinem Horoskop auch verschränkt sind. Dritte Station, 1777, 78. Jetzt sind wir im zweiten Saturn-Quadrat, das immer wieder auch Krisen oder Hindernisse bringen kann, die meistens dazu führen, dass man seine persönliche Lebensrichtung etwas modifiziert, in eine andere Richtung weitergeht. Und wir haben hier 1777 einen massiven Ablösungsversuch vom Vater, in dem sich Mozart in Aloysia Weber verliebt, die Schwester seiner späteren Frau. Die Familie Weber ist eine Schauspielerfamilie, die Mozarts Vater überhaupt nicht in den Kram passt. Er fühlt sich weit erhaben über diese Familie. Er versucht Mozart, diese Verliebtheit auszureden, also es kommt zu einer Krise mit dem Vater. Mozart aber emanzipiert sich und macht ohne Absprache mit dem Vater eine Konzertreise mit den Webers nach Den Haag, was den Vater aufs Äußerste erzürnt und reizt. Im Jahr 1778 gibt es dann eine schwierige und relativ erfolglose Paris-Reise. Mozarts Vater kann nicht dabei sein. Er muss in Salzburg bleiben, aus dienstlichen Gründen. Und Mozarts Mutter reist mit, aber Mozart fühlt sich in Paris nicht willkommen, nicht gewürdigt. Also was bei der Opposition noch gelungen ist, eine saturnische Ehrung und Würdigung, bleibt bei der Quadratphase aus. Und es kommt noch schlimmer. Im Jahr 1778, zweite Paris-Reise dann, wieder mit der Mutter, stirbt die Mutter mitten während dieser Reise. Da ist zwar das Saturn-Quadrat bereits beendet, aber Saturn steht hier dann im Quadrat zu Mozarts Sonne. Also ihr seht, dass Saturn hier durchaus auch eben Krisen und schwere Herausforderungen bringen kann, Ernüchterung bringen kann, den Erfolg auch mal eine Zeit lang behindern kann. Aber Mozart hat durch diese Erfahrung ganz klar und tief für sich beschlossen, sich selbstständig machen zu wollen und sich vom Vater lösen zu wollen. Und das ist dann passiert, indem er nach Wien gegangen ist, was dem Vater überhaupt nicht getaugt hat. Auch davon wollte ihn der Vater abhalten. Und nun sind wir beim Saturn Return Wien 1785. Ein interessantes Ereignis, 7. Januar 1785, Mozart wird Freimaurer. Das war eine durchaus spirituell geprägte Gemeinschaft, die andererseits den Idealen der Aufklärung verpflichtet war, aber eine humanistische und weltanschauliche Gemeinschaft, die für Mozarts Werk und für seine Philosophie eine bedeutende Rolle spielt. Und in diesem Jahr, im Saturn-Return-Jahr, wird er eben Freimaurer. Und er schreibt dann auch Kompositionen, die dem Rechnung tragen, zum Beispiel die berühmte maurerische Trauermusik in C-Moll und
In diesem Jahr passiert eine schöpferische Explosion. Ihr könnt von dem Pianisten live Ove Andsnes eine CD euch kaufen oder streamen. Die heißt Momentum 1785. Da geht es eben nur um Klavierkonzerte oder andere Werke von Mozart. Und auf dieser CD beschreibt der Pianist das Jahr 1785 bei Mozart als Jahr der schöpferischen Explosion. Da entstehen seine drei größten und berühmtesten Klavierkonzerte, die sozusagen zum innersten Kern der mozartschen Ausdrucksweise gehören. Und er schreibt in diesem Jahr auch die Oper Figaros Hochzeit, eine seiner allerberühmtesten Opern, die eben, wie im ersten Teil schon gesagt, sich auf die Ideale der französischen Revolution bezieht. Hauptpersonen in dieser Oper sind ein Diener und eine Dienerin. Und diese Oper wird zwar erst 1786 aufgeführt, aber genau in diesem Jahr komponiert. Und noch etwas Wichtiges für den Saturn-Return in diesem Jahr passiert der letzte Besuch des Vaters in Wien, ein dreitägiger Besuch. Und erstaunlicherweise hat Mozart bis zu seinem frühen Tod 1791 seinen Vater dann nicht mehr besucht. Also es könnte bei diesem Besuch zu einer gewissen Irritation, zu einer gewissen Trennung gekommen sein. Der Vater wohnte volle 3 Monate in Wien bei seinem Sohn und es kann gut sein, dass hier eine Entfremdung stattgefunden hat. Und noch etwas, das in dieses Jahr fällt: Mozarts Verdienst steigt stark an und ab diesem Jahr verdient er sehr gut, nämlich volle 3.000 bis 4.000 Gulden hat er in diesem Jahr verdient. Viele Leute denken, Mozart war arm, dem war nicht so, er hat nur sehr viel Geld rausgeschmissen. Er hat später sogar bis zu 10.000 Gulden jährlich verdient und das wären heutzutage 125.000 Euro, wenn man das mal umrechnet. Also Mozart war gut betucht und ab diesem Jahr ging es eben finanziell sehr aufwärts. Ja, wie schon gesagt, er starb dann früh 1791. Das nächste Quadrat des Saturn zu sich selbst wäre 1792 entstanden, das erreichte er nicht mehr. Aber schauen wir sein Todeshoroskop an, sehen wir wieder die entscheidende Rolle von Saturn, nämlich der Widder Saturn, der damals entstand. 1791 steht in Spannung im Quadrat zum Chiron seines Horoskops. Chiron ist eine Verletzung, eine Wunde, oft auch eine schwere Krankheit. Und gleichzeitig bildet Saturn ein Trigon zu Neptun, dem Herrscher des Jenseits. Also hier sozusagen auch Ausdruck dessen, dass Mozart, nachdem er so viel umgesetzt und geleistet hatte, vielleicht eine gewisse Sehnsucht nach dem Jenseits, nach einem anderen Ort Musik zu machen, in sich gespürt hat und überraschend von uns gegangen ist. Im Todeshoroskop steht der Saturn exakt in Konjunktion zum laufenden Mond. Auch hier nochmal ein Zeichen, wie wichtig Saturn für Mozart war. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr eines dieser großen Werke von Mozart euch mal anhört, zum Beispiel eben die maurerische Trauermusik oder auch das düster-dramatische Klavierkonzert Nummer 20 in D-Moll, das er im Jahr 1785 geschaffen hat, im Jahr seines Returns. Tschüss und hoffentlich wieder einmal auf dem Kanal hier Ad Astra.